Seculorum. Amen.
jetzt Chelsea's Neo. Potens sempiterne Deus, qui nos omnium sanctorum tuorum merita sub una tribuisti celebritate venerari, quesumus, ut desideratam nobis tue propitiationis abundantiam, multiplicatis intercessoribus largiaris, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Ascendentem ab hortus folios, ab
clamavit voce mei, quod orandum, cuibus, datum est nocere terre et mari, dicentem, nolite nocere terre et mari neque arboribus. Quod usque, signemus servum, dei nostri, in frontibus fuseorum. Et audivi numerum signatorum, centum quadraginta quotum, milia signati, ex omnitribu, filiorum Israel. Ex tribu Iuda, duodecim milia signati, ex tribu Ruben, duodecim milia signati, ex tribu Gad, duodecim milia signati, ex tribu Aser, duodecim milia signati, ex tribu Naphtali, duodecim milia signati, ex tribu Manasse, duodecim milia signati, ex tribu Simeon, duodecim milia signati, ex tribu Levi, duodecim milia signati, ex tribu Issachar, duodecim milia signati, ex tribu Zabulon, duodecim milia signati, ex tribu Iosef, duodecim milia signati, ex tribu Beniamin, duodecim milia signati. Hoste vidi turba maniam, quam dinumerare nemo potera, ex omnibus gentibus, et tribus, et populis, et linguis. Stantes ante tronum, et in conspectuam, amicis solis albis, et palme in manibus eorum. Et clamavant voce magna, dicentes, Salus, Deo nostru, qui sedet super tronum et panum. Et homines angelis habant in tripito troni, et seniorum, et quator animalium. Et ceciderum in conspectu troni in face suas, et adoraverunt Deo, dicentes amen. Benedictio et clarita, et sapientia, et gratia rogatium. Honor et virtus, et fortitudo Deo nostro, in saecula saeculorum. Amen. Amen.
Zum heutigen Fest aller Heiligen vernehmet die Lesung aus der Apokalypse des heiligen Apostels Johannes. In jenen Tagen sah ich Johannes, einen anderen Engel, vom Sonnenaufgang emporsteigen mit dem Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief den vier Engeln, denen Macht gegeben ward, Erde und Meer zu schädigen, mit lauter Stimme zu: Schädiget nicht Erde noch Meer noch Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes auf ihrer Stirne bezeichnet haben. Und ich hörte die Zahl der Bezeichneten, 144.000 Bezeichnete aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamme Juda 12.000 Bezeichnete, aus dem Stamme Ruben 12.000 Bezeichnete, aus dem Stamme Gad 12.000 Bezeichnete, aus dem Stamme Aser 12.000 Bezeichnete, aus dem Stamme Nephtali 12.000 Bezeichnete. Aus dem Stamme Manasse 12.000 Bezeichnete, aus dem Stamme Simeon 12.000 Bezeichnete, aus dem Stamme Levi 12.000 Bezeichnete, aus dem Stamme Issachar 12.000 Bezeichnete, aus dem Stamme Zabulon 12.000 Bezeichnete, aus dem Stamme Josef 12.000 Bezeichnete, aus dem Stamme Benjamin 12.000 Bezeichnete. Hierauf sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkern und Stämmen und Nationen und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamme, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme: Heil unserem Gott, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die 24 Ältesten und die vier lebenden Wesen. Und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht nieder und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank, Ehre und Macht und Kraft sei unserem Gott in alle Ewigkeit. Amen. Das sind die heiligen Worte der Lesung. Erhebet euch und vernehmet das Evangelium, das uns der heilige Matthäus im 5. Kapitel aufgezeichnet hat. In jener Zeit, als Jesus die Scharen sah, stieg er auf einen Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und lehrte sie: Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig die Sanftmütigen, sie werden das Land besitzen. Selig die Trauernden, sie werden getröstet werden. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen. Selig die Friedfertigen, sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr,
wenn euch die Menschen schmähen und verfolgen und alles Böse verleumderisch wider euch reden um meinetwillen, freuet euch und frohlocket, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Durch die Worte des heiligen Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochwürdige Herren Patres, liebe Seminaristen, meine liebe Gläubigen. Allerheiligen ist ein Familienfest. Ein Fest jener großen Familie, die die Kirche Christi ist. Zuerst einmal ist es ja Christus selbst, den wir heute feiern. Ihn, der allein heilig ist, der sein Leben für seine Kirche gegeben hat, der das Haupt der Kirche ist und der in seinen Gliedern lebt. Aber wir feiern auch alle die Glieder seines Leibes, die seines Lebens und seines Blutes teilhaftig sind, und auch sie sind wirklicher Gegenstand unseres Feierns. Die Feier seiner Heiligen gereicht dem Ruhme Christi ja nicht zum Nachteil, sondern sie stellt im Gegenteil einen zusätzlichen Aspekt seiner Glorie dar. Das sieht man allerdings nicht, wenn man nicht weiß, was die Teilhabe am göttlichen Leben wirklich bedeutet. Sie ist ja nicht ein Schleier, der die menschliche Misere einfach verdecken würde, weil diese etwa ohnehin nicht wirklich oder nicht in sich reparabel wäre. Sie ist vielmehr wie das Blut, das den Leib durchströmt, oder, um es mit dem Bild auszudrücken, das Christus selbst gewählt hat, wie der Saft, der im Rebstock fließt. Die Sünde wird nicht einfach zugedeckt, sondern wirklich zerstört. Das ist die tiefere Bedeutung des Festes Allerheiligen. Der französische Name dieses Festes, Toussaint, weist die einzigartige Besonderheit auf, dass hier ein Singular, Saint, in lexikalisch paradoxer Weise einen Plural, nämlich tous, alle, bezeichnet. Und so ist er großartig geeignet, die Einheit Christi in den Gliedern seines Leibes zu versinnbildlichen. Diese Familie umfasst nicht nur jene Heiligen, die schon in der Seligkeit der triumphierenden Kirche eingegangen sind und die schon jetzt vom Ruhme Christi erleuchtet erstrahlen, sondern auch jene Seele, die sich in der Erwartung dieser Fülle des Lichtes im Stande der Läuterung befinden und die man als die leidende Kirche bezeichnet, und schließlich umfasst sie auch die kämpfende Kirche, alle jene Christen, die hier auf Erden im Kampfe stehen und der finale Begegnung mit Christus entgegenstreben. Gegenstand unserer heutigen Feier ist die erste dieser drei Scharen, die im Ruhme Christi verklärte, aber ohne dass wir darüber die Gemeinschaft vergessen würden, die diese mit den beiden anderen verbindet. Am Weinstock finden Sie ja nicht nur die reifen Früchte, sondern auch die grünen, die der Saft schon in mehr oder weniger vollkommener Weise durchdrungen hat. Und morgen an aller Seelen wird die Kirche ihren Beistand für die Seelen der Verstorbenen aufbieten, die unter Leiden aber doch in der Gewissheit bald in die Seligkeit einzugehen, die vollkommene Berichtigung ihres Seins erwarten, die die Voraussetzung ist,
für die volle Einheit mit Christus, dem unbefleckten Opferlamm. Es besteht ja eine Gemeinschaft zwischen den Heiligen des Himmels und den Christen, die hier auf Erden in derselben Gnade Christi leben. Die Gnade Christi ist ruhmreich in den Heiligen des Himmels, wo sie definitiv und in vollkommener Weise triumphiert, und sie ist ein heilsamer Antrieb für jene Christen, die hier noch im Kampfe stehen. In seinen verschiedenen Gliedern lebt derselbe Christus in jeweils verschiedener Weise gemäß den verschiedenen Wirkzuständen seiner Gnade. Diese Gemeinschaft in Christus begründet jenen Austausch, der zwischen der verklärten und der kämpfenden Schar besteht. Die Heiligen des Himmels treten ein und halten Fürsprache für ihre streitenden Brüder, die ihrerseits zu ihnen ihre Zuflucht nehmen. Nicht etwa, weil Christus alleine nicht ausreichen würde, gilt es, zu den Heiligen zu Hilfe zu rufen, gleichsam, als ob ihr Beistand eine Schmälerung von Christi eigener Macht besagen würde. Nein, ganz im Gegenteil. Gerade der Umstand, dass die Heiligen ihren Platz in der Ökonomie des Heils haben, ist nichts als ein neuer Erweis der Macht Christi. Wenn uns Menschen zuweilen ein Mithelfer in den Schatten stellt, dann ist das deshalb möglich, weil wir beide unter derselben Sonne stehen. Für die Quelle allen Lichtes selbst aber kann es solcherlei Schatten nicht geben. Und wenn der Heilige im Himmel Anteil nimmt am Heil seines streitenden Bruders, so ist es letztlich Christus selbst, der in ihm handelt. Er hat den Heiligen geliebt, indem er ihn gerettet hat, und sogar so weit, dass er ihm eine ursächliche Gewalt zum Heil seiner Brüder verleiht. Seine Liebe ist so groß, dass er seine Macht so weit, dass denn möglich ist, mit anderen teilen möchte. Natürlich ist Gott die Erstursache des Heiles und nichts kann ihm darin gleichgestellt werden. Aber er kann wollen, dass ihm bei der Vermittlung dessen, was er durch seine ungeteilte Macht erworben hat, sekundäre Ursachen zu Hilfe kommen. Der erlösten Kreatur die Macht zu verleihen, ihrerseits eine Ursache des Heiles zu werden, das ist das Zeichen höchster Liebe, jener Liebe, die sich selbst mitteilen, die sich weitergeben will, auch wenn die Kreatur selbst immer nur zweitursächlich wirken kann, da die Erstursächlichkeit das Erkennungszeichen der absoluten Vollkommenheit dessen bleibt, von dem alles Heil ursprünglich seinen Ausgang nimmt. Die Wirkmächtigkeit des Gebetes, das der Heilige im Himmel für uns aufbietet, ist seine Heiligkeit selbst. Unser eigenes ärmliches Gebet ist ja dasjenige eines kranken Geschöpfes, das nicht immer völlig disponiert ist, bei der Erlangung dessen, was es erbittet, mitzuwirken. Deshalb werden unsere Gebete hier auf Erden nicht immer erhört. Und schon hier auf Erden wächst die Kraft des Gebetes mit der Heiligkeit desjenigen, der es formuliert. Die Heiligen des Himmels sind die wahren Freunde Christi, diejenigen, die sich definitiv für ihn entschieden haben. Und Christus erhört
unfehlbar die Gebete seiner wahren Freunde. Es ist daher sehr weise, wenn wir anderen, diejenigen, deren Freundschaft mit Christus zuweilen noch die eine oder andere Schwäche aufweist, uns an die Fürsprache unserer Brüder im Himmel halten, um die Gnaden zu erlangen, derer wir zur Verwirklichung unseres Heiles bedürfen. Die Kirche ermutigt uns dazu und sie tut das als liebende Mutter, die weiß, wessen ihre Kinder bedürfen. Einen Heiligen um Hilfe bitten, das bedeutet zugleich, ihm Lob zu erweisen. Es bedeutet, die Macht anzuerkennen, über die seine Fürbitte verfügt, und die Rolle, die Christus ihm in seinem Heilswerk verliehen hat. Und es bedeutet, die Fülle seines Ruhmes zu sehen. Die Verheerung, die wir den Heiligen zollen, gereicht der Anbetung, die wir Christus darbringen, nicht zum Nachteil, sie ist vielmehr ihre Konsequenz, weil die Macht des Heiligen die Konsequenz aus der Macht Christi ist, der in ihm lebt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, Factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium et
Yeah.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sum coda. Alleluia ad hominio. Gratias adamus, Domino Deo nostro. Justum es, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique, gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes, ac beata seraphim, socia exultatione concedebrant, cum quibus et nostras voces, ut admiti jubeas te precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, silentium Sanctus. Thank you.
nobis hoc peccatorium. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, percepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Thank you.
ce anunțe ce cuțor pe catamă. Domine, non subi, 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 non. Ich glaube, dass du gegenwärtig bist im allerheiligsten Altarsakrament. Ich liebe dich über alles. Ich sehne mich nach dir von ganzem Herzen. Da ich dich jetzt nicht in der sakramentalen Gestalt empfangen kann, bitte ich dich, geistigerweise in mein Herz zu kommen. Ich bin sicher, dass du schon gekommen bist. Daher umarme ich dich und ich vereinige mich ganz mit dir. Halte mich fest und lass mich niemals von dir scheiden. Mein Jesus, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Ich bereue es, dass ich so viel mal das Vergängliche deiner unendlichen Güte vorgezogen habe. Mit deiner Hilfe nehme ich mir fest vor, in Zukunft dich nie mehr zu beleidigen. Und jetzt weihe ich mich, Armseliger, ganz dir. Ich verzichte ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen, auf mein Begehren, auf alles, was ich habe. Ich übergebe mich ganz dir. Von heute an darfst du mit mir und mit allem, was ich besitze, machen, was du willst. Ich suche ganz allein dich. Ich verlange nach nichts anderem als nach deiner heiligen Liebe, nach der Beharrlichkeit bis ans Ende und nach der vollkommenen Erfüllung deines Willens. Mein Gott, zu dir.
da quesumus domine fideribus populis omnium sanctorum semper venerazione letari, et eorum perpetua supplicatione moniri. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Thank you.